الله زاكتم قرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Sinn gemäß übersetzt. Und wir haben dem Mensch im Hinblick auf seinen Eltern anbefohlen. Allah sagt im Koran, wir haben den Mensch im Hinblick auf seinen Eltern anbefohlen. Das ist ein Befehl von Allah. Seine Mutter trug ihn in Schwächen über Schwäche. Und seine Entwöhnung erforderte 2 Jahre. Sei mir und deinen Eltern dankbar. Das ist ein Befehl von Allah, dass wir unseren Eltern dankbar sein müssen. Zu mir ist die Heimkehr. Doch wenn sie, also wenn die Eltern, wenn deine Eltern dich auffordern, mir das zur Seite zu stellen oder zu setzen oder beizugesellen, wovon du keine Kenntnisse hast, dann gehorche ihnen nicht. Also Allah befiehlt uns im Koran, die Eltern zu gehorchen und die Eltern zu danken. Aber wenn sie dich zwingen oder wenn sie ihren Kindern zwingen, Allah beizugesellen, dann dürfen die Kinder ihren Eltern nicht gehorchen. Das ist erstmal ein Befehl von Allah. Und Allah erwähnt uns auch diese Entwöhnungszeit, wo das Baby Milch von seiner Mutter trinkt, das sind 2 Jahre. Und die Wissenschaftler haben tatsächlich festgestellt, oder die Ärzte haben festgestellt, wenn das Kind weniger oder früher entwöhnt wird, sein Immunsystem wird immer schwach bleiben. Das ist nur ein kleines Wunder im Koran. Woher sollte der Prophet Muhammad a.s. diese Tatsache vor 1431 Jahren gekannt haben? Also Allah befiehlt uns im Koran, unseren Eltern zu gehorchen. Das ist ein Befehl von Allah. Aber wenn unsere Eltern uns zwingen, neben Allah anderen Götter anzubeten, Allah beizugesellen, dann dürfen wir unseren Eltern nicht gehorchen. Und das ist auch eine Antwort auf einigen Konvertierten oder ein Trost auch für einigen Konvertierten, die uns sehr oft anrufen und tatsächlich Probleme mit ihren Eltern haben. Gestern rief mich eine Schwester an und sagte, ihre Schwester will heiraten und sie sagt ihr, nimm dein Kopftuch weg, du willst uns zum Mittelalter zurückbringen. Und sie hat mit ihr richtig Streit gehabt und sie hat sie beschimpft und sie war total fix und fertig. Und sie rief an, weinend, und ich habe ihr gesagt, Schwester, glaubst du, dass du nicht geprüft wirst? Das ist eine Prüfung von Allah. Allah sagt im Koran, denkt ihr, ihr werdet glauben, ohne dass ich euch prüfe? Das ist eine Prüfung. Und das haben auch alle Propheten erlebt. Wir sind nicht besser als die Propheten. Der Prophet Abraham a.s., als er zu seinem Vater gekommen ist, sein Vater war ein Götzendiener und der hat auch die Statuen geformt, hergestellt. Er kam zu ihm und hat ihm gesagt, mein Vater, lass ab von diesem Götzendienst, was du betreibst. Wie war die Antwort von dem Vater Abrahams a.s.? Er hat ihm gesagt, bist du gekommen, um die Religion deiner Vorfahren zu verändern? Und er hat ihn rausgeschmissen. Der Prophet Muhammad a.s. ist mit Steine geworfen. Der Prophet Isa a.s., Jesus a.s., der wurde gequält.
يحيى عليه السلام دي بروفيت يحيى ود جكبفت دي بروفيت زكريا ود دوش gesiegt alle Propheten des allmächtigen Gottes mussten leiden für diese Wahrheit, für diese Religion. Und denkt nicht, dass jemand jetzt den Islam annimmt und mit Rosen empfangen wird. Besonders in so einer Gesellschaft, wo die meisten Menschen Kuffar sind. Kuffar heißt Leugner, die Wahrheit nicht bereit sind zu erkennen. Ungläubigen. Natürlich, die werden dich nicht mit Rosen empfangen und du wirst gequält werden. Aber was ist der Lohn dafür? Der Lohn ist das Paradies. Deshalb, das ist erstmal eine gute Verheißung. Die Leute schimpfen über dich, quälen dich und du bekommst Lohn von Allah. Und wenn jemand standhaft ist, die Belohnung am jüngsten Tag ist das Paradies. Denn die Engel, wenn die Menschen reinkommen ins Paradies, das Erste, was die Engel sagen, das ist eure Belohnung. Für was? Für euer Geduld. Ist nicht einfach Bart zu tragen, ist nicht einfach Kopftuch zu tragen und auf der Straße zu laufen. Ist nicht einfach den Islam zu praktizieren, besonders in so einem Land. Aber der Lohn dafür, inshallah, ist höher als in einem, sage ich mal, islamischen Land. Natürlich, wenn jemand Da'wah macht. Denn die Voraussetzung, dass wir hier leben, ist, dass wir Da'wah machen. Jetzt, welche Verantwortung haben die Eltern gegenüber den Kindern? Es gibt ein Hadith, was ich letzte Woche erwähnt habe. Der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt, wenn jemand stirbt, wenn ein Muslim stirbt, hören alle seine Taten bis auf drei. Eins davon ist, ein guter Sohn, und damit ist auch Tochter gemeint, der oder die für ihren Vater oder für ihre Eltern Bittgebete macht. Diese Bittgebete kommen ins Grab an. Das ist ein Wort für die Eltern. Das ist die Rente der Eltern. Wenn jemand seinen Kindern islamisch erzieht, das ist die beste Rente, die man überhaupt sparen kann. Die normale Rente, die wir jetzt kennen, die wird sowieso nicht ausgezahlt. Aber die eigene, die tatsächliche Rente ist nur im Islam, die man auch im Grab bekommt. Dass die Eltern ihren Kindern islamisch erziehen. Jetzt geht es weiter mit den Pflichten der Kinder gegenüber der Eltern. Der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt, das Paradies liegt unter den Füßen der Mutter. Das Paradies liegt unter den Füßen deiner Mutter. Was bedeutet das? Du musst deine Mutter gut behandeln. Du musst deine Eltern gut behandeln. Und Beweis dafür, Alhamdulillah, dass wir bei uns in den islamischen Ländern kein Altersheim mehr haben. Das Wort Altersheim gibt es in den arabischen, islamischen Ländern nicht. Und das wäre die größte Schande überhaupt für einen Muslim, dass er seinen Eltern ins Altersheim schickt. Die Menschen bei uns, die den Islam richtig praktizieren, je älter sie sind, oder sie werden, um desto weiser werden sie und respektvoller. Dann haben wir auch den Befehl von Allah vorher gelesen, dass wir gut zu unseren Eltern sein müssen. Jetzt geht es weiter mit der Verantwortung der Mann oder mit der Verantwortung des Mannes gegenüber seiner Frau. Der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt,
Der Genuss des Lebens ist die rechenschaffene Frau. Der Genuss des Lebens ist die rechenschaffene Frau. Und als er gestorben ist, sagte er, gibt Acht auf die Frauen. Das bedeutet, unser Prophet والسلام, hat uns befohlen, gut zu unseren Frauen zu sein, unseren Frauen gut zu behandeln. Wenn der Mann, guck mal, wie der Islam alles behandelt, Alhamdulillah. Subhanallah, der Prophet Muhammad والسلام, hat gesagt, auch der Beischlaf des Mannes mit seiner Frau, dafür wird der Mann belohnt werden. Subhanallah, das ist eine Sache, die, wovon, sage ich mal, jetzt der Mann oder die Frau profitiert, aber der Mann bekommt einen Lohn dafür. Subhanallah, das ist der Islam. Jetzt die Verantwortung der Frau gegenüber ihres Mannes. Als der Prophet Muhammad alaihissalam zum Krieg ging mit den Soldaten zusammen, mit den Gefährten zusammen, kam eine Frau zu ihm und sagte, O Prophet Gottes, wir wollen auch mitkämpfen. Wir wollen auch als Märtyrer sterben. Wisst ihr, wie er geantwortet hat? Er sagte, geh nach Hause, kümmere dich um dein Haus, kümmere dich um deine Kinder und du kriegst den gleichen Lohn. Den gleichen Lohn, Subhanallah, das ist die Gleichberechtigung. Das ist die Gleichberechtigung, die keine falsche Religion bis jetzt darstellen kann. Und das ist auch ein Beweis, dass der Islam die einzig wahre Religion des allmächtigen Gottes ist. Zwischen Mann und Frau gibt es keinen Unterschied, was der Lohn angeht. Natürlich, die Frau ist anders als der Mann. Die Frau hat andere Aufgaben. Was die Frau kann, kann der Mann nicht. Was der Mann kann die Frau nicht. Aber du wirst niemals eine muslimische Frau als Straßenbahnfahrerin oder LKW-Fahrerin sehen. Warum? Weil wir unsere Frauen ehren. Weil der Islam uns befiehlt, unsere Frauen zu ehren. Dass wir die Frauen wie die Königin zu Hause behandeln. Und das ist der Islam. Jetzt, es geht weiter. Das bedeutet, wenn die Frau sich um ihr Zuhause kümmert, bekommt sie den gleichen Lohn wie jemand, der im Krieg für Allah kämpft. Was noch dazu kommt, der Prophet Muhammad alaihissalam hat gesagt, und ich muss das erwähnen, also Alhamdulillah, im Islam gibt es, wir brauchen uns gar nicht zu schämen, etwas zu erwähnen, aber das ist Islam, das ist Leben. Der Prophet Muhammad alaihissalam hat gesagt, wenn der Mann gerne den Beischlaf mit seiner Frau tätigen will und sie lehnt ihn ab, sie wird die ganze Nacht von den Engeln verflucht werden, bis sie aufsteht. Das heißt, wenn die Frau nicht oder den Mann abweist, wenn er mit ihr schlafen will, sie wird die ganze Nacht von den Engeln verflucht werden. Welche muslimische Frau ist bereit für diesen Fluch? Gar keine. Wir sehen, dass die meisten Gesellschaften, die nicht auf Allahs Gesetze aufgebaut worden sind, die meisten Ungläubigen darunter leiden. Die Frauen hier in Europa, die fühlen sich wie in einem Blumengarten. Sie testet ihren Mann ein paar Tage oder ein paar Monate, aber sie träumt von draußen, von den anderen Blumen, die sie nicht gepflückt hat.
Und der Islam regelt das Ganze. Schau, subhanallah, der Mann bekommt einen Lohn und die Frau, wenn sie das ablehnt, natürlich, sie darf nicht krank sein. Nur wenn sie ablehnt, weil sie keine Lust hat, sage ich mal. Sie wird verflucht die ganze Nacht von den Engeln. Das ist, was die Familie angeht. Was die Gesellschaft angeht, der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt, auch wenn ein Sklave euch regieren wird, ihr müsst ihm gehorchen. Aber natürlich unter der Voraussetzung, dass dieser Präsident oder dass dieser Amir oder dieser Herrscher Allahs Gesetze praktiziert. Wenn er Allahs Gesetze praktiziert und die Sunna des Propheten, dann müssen wir ihm gehorchen. Wenn nicht, dann ist er ein Kafir. Und wir brauchen ihm gar nicht zu gehorchen. Das ist der Islam. Der Islam regelt alles. Deine Beziehung zu deinen Kindern, die Beziehung deiner Kinder zu dir als Eltern, die Beziehung zwischen dir und deiner Frau, die Beziehung innerhalb der Gesellschaft. Der Prophet Muhammad a.s. sagte, wenn du nicht für deinen Nachbar oder für deinen Bruder im Islam das Gleiche liebst, was du für dich selbst liebst, dann bist du kein Gläubiger. Dann geht es weiter. Der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt, Al-Iman bid'un wa sab'una shu'ba. Der Glaube im Herzen besteht aus 70 Stufen oder etwas und 70 Stufen oder wie er gesagt hat. Die höchste Stufe, La ilaha illallah, Tawhid. Die niedrigste Stufe, dass du schädlichen Dingen von der Straße entfernst. Und Scham ist eine Stufe davon. Der Muslim, der kein Scham hat, der hat kein Iman. Der Muslim, der nicht Allah an der ersten Stelle in seinem Herzen hat, der muss Probleme haben. Der wird Probleme haben. Das ist, was der Islam regelt. Und es geht weiter. Ich könnte bis übermorgen reden. Der Islam hat alles geregelt. Und Alhamdulillah, der Islam ist das System für die gesamte Menschheit. Und dieser Koran ist das letzte Update. Weil die anderen Bücher, die Allah herabgesandt hat, das Evangelium und die Tora, die können für heutzutage nicht modern sein. Nur der Koran ist modern. Und der Koran ist das letzte Gesetzbuch für die gesamte Menschheit bis zum jüngsten Tag. Einige Leute fragen, warum hat Allah zugelassen, dass das Evangelium verändert wird? Warum hat Allah zugelassen, dass die Menschen die Tora verändern? Erstens, weil Allah im Koran sagt, dass der Koran die letzte Offenbarung für die gesamte Menschheit bis zum jüngsten Tag ist. Also Allah beschützt dieses Buch, weil dieses Buch bis zum jüngsten Tag gilt. Nach dem Prophet Muhammad a.s. kommt